Und eigentlich töte ich ja ungern Wölfe. So, wir sind hinter der Mine. Da scheint es nämlich reinzugehen. Wir können auf jeden Fall schon mal eine große Stollentür sehen. Das hier noch aufdecken. Und dann gehen wir mal hier hinten rum und gucken mal, was dort so ist. Bevor wir uns innerhalb der Schutzmauer und der Palisade da wagen, die sie da aufgestellt haben. So. Wie gesagt, wir haben jetzt den Typen da getroffen. Das war wohl einer von den Patrouillen-Fuzzis. Von den Wächtern, die hier patrouillieren. Und ich will sicher gehen, dass nicht noch mehr hier sind, die uns in den Rücken fallen, wenn sie Kampflärm oder Alarm aus der Mine hören. Sowas ist nämlich immer ganz schlecht. Oh, hier könnten wir das Ding wieder verlassen. Ja, und zum freundlichen Arm brauchen wir 68 Stunden. Also 24, fast 3 Tage. Gut. Fast 3 Tage brauchen wir, um uns wieder aus diesem Wald rauszukämpfen. Da sieht man mal, wie tief dieser Wald überhaupt ist. Wie groß und verwirrend. Und ja, wir konnten nicht einfach so machen vom freundlichen Arm aus. Und wie man gesehen hat, liegen Teile des Waldes in einem Tal in diesem Zwischenvideo, wo der Wurm gekommen ist. Und ich schätze mal, wir sind jetzt in diesem Tal. Und vor lauter Bäumen kann man diese Mine gar nicht sehen. So würde ich mir jedenfalls die logische Schlussfolgerung erklären, weil in Baldur's Gate kommt die Topografie, also die Gebietsbeschaffenheit, auch teilweise nicht ganz so gut rüber. Also man weiß nicht genau, ist man jetzt irgendwie einen Berg hochgeklettert oder ist man in ein Tal runter? Oder warum kann man vom freundlichen Arm aus nicht direkt zu der Mine? Warum sieht man die Mine nicht? Oder den Rauch nicht. Ich denke mal auch, dass das Gebiet viel zu groß ist, als dass man das richtig bemerkt. So. Hier ist der Süden. Und hier können wir weiter. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich unterhalb der Mine. Die Mine scheint auf jeden Fall mit einer Art Burggraben gesichert zu sein. Wobei mir das schon fast wie ein natürlicher Fluss aussieht, was wir da haben. So, gucken wir uns hier weiter um. Jo, auf der anderen Seite ist die Mine. Wir kommen aber leider nicht auf die andere Seite rüber von hier aus. Wir müssen also uns den Weg wahrscheinlich komplett durchkämpfen. Auch hier im unteren Bereich, den wir sehen. Weil hier ist noch eine Brücke dazwischen. Die sehen wir hier wunderbar. Jo, hier ist eine Insel mit einer Mine drauf. Lustig, schon wieder eine Mine. Wir hatten doch erst vor ein paar Wochen oder Monaten, dürfte es sogar schon sein, ja okay, Monaten. So vor ungefähr 2 Monaten haben wir doch erst die Mine von Nashkel gesäubert. Jetzt dürfen wir die nächste Mine säubern.
Ah, die sind irgendwie scharf aufs Eisen, der Eisenthron. Das hat man ja schon aus ihrem Namen raus. So, ich würde sagen, wir gehen hier um den See rum. Aber bis jetzt ist es zum Glück ruhig. Ich denke mal, das dicke Ende kommt, wenn wir die versuchen, in die Mine einzudringen. Dann werden wir wahrscheinlich auf ziemlich viele Wächter stoßen. Oder auch nicht. Weil das ist ja ein Geheimlager mitten in einem dunklen Wald voll mit unmenschlichen Druiden, Würms, Riesenspinnen. Schlag mich tot. Das kann sein, dass der Mantelwald, der Eisenthron hier im Mantelwald deswegen nicht so viele Wachen abgestellt hat, weil sie denken, dass ja, dass niemand den Mantelwald finden wird. Auf jeden Fall finden wir hier den Chef von Tatzok, Daveron. Und hoffentlich finden wir dann auch Hinweise auf den nächsten Anführer. Weil wir wissen auf jeden Fall, dass Daveron nicht der die Anführer des Eisenthrons ist, sondern auch wieder nur ein Handlanger. Der soll hier den Aufseher spielen. Aber ich hoffe mal, dass wir herausfinden können, wer der wahre Anführer des Eisenthrons ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass ein Typ namens Sarivok uns tot sehen will. Vielleicht treffen wir den Jäger auch. Was wollt ihr? Gut. Ein Wächter. Ich sagte ja, wir müssen aufpassen. Wen wir hier finden. Noch mehr Wächter. Ja, fünf Wächter. Sechs Wächter, okay. Okay. Wie könnten uns sie den Rücken fallen können, hätten wir sie nicht gerade ausgeschalten. So, das heißt, wir können jetzt hier wieder hoch zurück. Oh, da habe ich was übersehen zum Aufdecken. Hey. Das muss ich dann noch nachholen. Aber ansonsten, ja, da ist die Brücke zur Mine. Beziehungsweise zu der Festung. Das könnte man nämlich wirklich schon als Festung bezeichnen. Mit zwei Burggräben und Palisaden. Oh. Der kommt einfach hier zu uns gerannt. Ganz mutig. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Und wir treffen ihn so gut wie nie. Jetzt haben wir ihn getroffen. Ist doch schön. Oh, und wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch nach Berigost müssen, den Umhang abgeben. Ja, genau, hier in dem Fitzel ist kleiner See. Sieht fast aus wie so eine Art Stausee, so wie der gebaut wurde, als ob hier aufgeschüttet wurde. Dass ich das Wasser dort ein bisschen stauen kann. Aber das könnte wirklich ein Burggraben sein. Es ist wie eine 8 gegraben. Mehr oder weniger. Aber es gibt keinen An- und Zulauf. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Fluss ist. Es sieht auch ziemlich seicht aus, das Wasser. Ob das eine sehr merkwürdige Art von Fluss ist, die einfach nirgendwo hinmündet. Was eigentlich auch nicht so wirklich sein kann. Jeder Fluss muss irgendwo hinfließen. Und sei es in einen größeren Fluss, in einen See oder ein Meer. Also es läuft ja irgendwann über.
So, hier erstmal ein Quick Save. So, den Kameraden umbringen. So, wenn wir da rein wollen, sollten wir das gut vorbereitet tun. Also erstmal nach Pfeilen gucken. Was? So, nochmal ein Quick Save machen. Nein, du sprichst erst den da. Du kannst gerade nichts Tolles sprechen. Ja, oh All, ihr habt eine Aufgabe. Außer vielleicht ein Gewitter. Aber nee, das müssen wir dann sprechen, wahrscheinlich, wenn der Feind da ist. Was immer ihr braucht. So, Schutz vor dem Bösen. Du kannst das ja auch sprechen. So. Was wollt ihr? Gut, Schutz vor dem Bösen ist gesprochen. Dann fehlt nur noch Gebet. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Und du kannst gar keinen Segen mehr sprechen. Du kannst aber noch einen Segen hinterher sprechen. Ja, ihr habt gerufen. So, Feuchtstab. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Und dann können wir mal hier rein stürmen. Gucken, ob wir außer dem Pferd da noch was finden. Ja. Ich würde lieber gleich zur Sache kommen. Na los, raus mit euren. Los, raus mit euren Schwertern und Zaubersprüchen. Ihr habt unsere Chefs verärgert und damit seid ihr so weit gegangen. Seid ihr zu weit gegangen. War doch klar, dass dieses Gesocks von Kopfgeldjägern das nicht schaffen würde. Gib dich nie mit dem Zweitbesten, sage ich immer. Ihr geht besser beiseite, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Ihr wollt wissen, was ich immer sage. Tötet stets den, der eine große Klappe hat. Das ist es, was ich immer sage. Ihr wollt wissen, was ich immer sage, okay. Also weil der sagt, gib dich nie mit den Zweitbesten, sage ich immer. Ich nehme nicht an, dass ihr nochmal darüber reden möchtet. Es gibt keinen Grund für ein Blutvergießen. Das ist Talisa Klerikerspruch, auch wenn das jetzt Minz gesagt hat. Kein Blutvergießen nötig. Was redet ihr da? Darauf haben wir uns schon den ganzen Tag gefreut. Ihr seid gute Kämpfer und wir müssen euch aufhalten. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass man uns anstellt, um Käfer zu zertreten, oder? Ich würde lieber gleich zur Sache kommen. Was immer ihr und euch beseitigen. Okay. Du ja, zauberst. Allgegenwärtige Autorität. Du zauberst. Was? Ja. Was wollt ihr? Und jetzt kämpft ihr. Oh, oh, Magier. Lähmungsstab. Ich würde lieber gleich. Okay, auf den hat's gewirkt. Ihr habt gerufen? Benutzt mal den Geschossring auf den da. Du bist ja ein komischer Kauz. Du schießt auf den. Ihr habt eine Aufgabe. Du versuchst Verwirrung. Okay. Die hat, glaube ich, jetzt verwirrt gesprochen, aber das. Eure Dienerin steht so gut wie erledigt. Ja, dürfte uns dank Schutz vor dem Bösen nichts ausmachen. Oder auch doch. Okay, jetzt hat sie uns jetzt haben sie uns gefiert. Vier ist nicht so gut. Wenn wir jetzt die eigenen Zauber nachlassen, ist das auch nicht so gut. Ihr habt eine Aufgabe. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Versuch nochmal den da zu verwirren. Wie ihr wünscht. Nein, das war nicht gut. Also laden wir noch mal das Ganze. So, und jetzt speichern wir ordentlich ab. Spiel speichern.
LP 022. Speichern. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.